Hi, cool, dass du eingeschaltet hast. Du müsstest mich kennen. Ich bin Philipp Baum und hier auf meinen Social-Media-Kanälen beschäftige ich mich nur mit dem Thema Zunehmen. Ja, heute ein bisschen andere Perspektive mal. Und zwar sind wir bei uns im Schlafzimmer ein bisschen eingesperrt, weil meine Freundin drüben ganz, ganz, ganz doll lernen muss. Und ja, ich ein bisschen laut bin, wenn ich Videos mache. Und das heißt, ich habe mich heute hierhin verkrümelt. Heute machen wir ein kleines App-Tutorial, wenn man noch so sagen kann. Ein MyFitnessPal-Tutorial. Das habt ihr euch gewünscht. Das habe ich jetzt schon 3-4 Mal gelesen in den Gruppen, in Kommentaren und so weiter. Und da werde ich euch zeigen, wie ihr MyFitnessPal nutzen könnt, um damit zuzunehmen. Ganz nebenbei, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei uns, weiß nicht, ob man es im Hintergrund sieht, hat es mega, mega geil geschneit und es sieht mega, mega schön aus. Ich war zwar heute noch nicht großartig draußen, außer um eben mal ein paar Pakete wegzubringen. Und zwar genau die hier, die mal hier mitgebracht. Ich muss die natürlich falsch rumhalten, damit ihr die Adresse nicht seht. Das sind nochmal 4, die ich gleich wegbringen muss für heute. Und was da drin ist, das ist eine neue Sache für euch oder mehr oder weniger neu. Und ich habe mich dazu entschlossen, ich werde jetzt ab sofort keine Werbung mehr schalten. Zwischen den Videos, am Anfang oder am Ende oder so, ist es ja ziemlich wurscht. Aber während des Videos möchte ich euch keine unnötigen Sachen zeigen. Und deshalb gibt es jetzt während des Videos keine normale Werbung oder so ein Krams mehr, die ich einblende. Sondern ich zeige euch das neue Buch. Und falls du noch keins hast, falls du dir noch keins gesichert hast, dann gibt es jetzt noch ungefähr, ja, ich habe glaube ich noch 7 oder 8 Stück. Ein paar muss ich natürlich auch selber behalten. 7 oder 8 Stück, die ich noch verschicken kann. Das heißt, wenn du das Video gleich siehst heute Abend, heute ist nämlich schon Mittwoch, dann kannst du dir noch eins von diesen Büchern sichern. Und in diesem Buch nehmen wir in 31 Tagen ohne nerviges Kalorienzählen, das habe ich schon angefangen, das aufzublättern, ohne dass ich was gesehen habe, ohne nerviges Kalorienzählen zu. Da sind super coole Ergebnisse schon bei rumgekommen, 5,3 Kilo, 4 Kilo und so weiter. Und das kannst du auch und alles, was du machen musst, ist unterhalb verlinkt. Der erste Link kannst du mal draufklicken, du musst nur eine Versandpauschale bezahlen, du musst das Buch nicht komplett bezahlen. Du zahlst quasi nur, dass ich da plus minus null bei rausgehe und du musst nur so eine Versandpauschale bezahlen und dann ist das cool für mich. Jetzt aber habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal mein Fitnesspal aufzurufen und ich habe auch schon ein kleines Produkt mitgebracht, was wir wirklich mal scannen können. Ganz, ganz wichtig ist, das ist keine Werbung hier, das ist kein Product Placement oder so, ich bekomme da kein Geld für, sondern ich mache das, weil ihr euch das gewünscht habt und ich hoffe, dass ihr genug von mir seht. Ich werde jetzt gleich einfach eine Bildschirmaufnahme starten, dann werde ich es irgendwie links oder rechts neben mich irgendwie schneiden, das Bild, damit ihr genau seht, was ich sehe. So Leute, ich nehme das jetzt schon zum dritten Mal auf und ich hoffe, dass es jetzt irgendwie funktioniert und zwar hat mein Handy das schon das zweite Mal jetzt irgendwie gelöscht und ich möchte euch ja zeigen, was ich hier auf dem Handy mache, damit ihr das irgendwie nachvollziehen könnt. Heute besprechen wir, wie eben schon gesagt, MyFitnessPal. Ich zeige euch so ein bisschen, was ihr hier machen könnt und wie ihr das Ganze für euer Zunehmen ja, benutzen könnt. Und zwar fangen wir einfach mal an mit der Seite ganz unten rechts mehr. Wenn ihr euch das erste Mal bei MyFitnessPal einloggt, dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Müsst ihr da einfach noch eure Sachen eingeben, eure Daten eingeben, euer Gewicht, euer Ziel und so. Und dann wird das Ganze ausgerechnet, was ich euch jetzt bei mir zeige. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt zustande gekommen ist. Ich denke aber, dass das einfach von MyFitnessPal so errechnet wurde. Ihr habt erstmal mein Profil hier oben, was nicht das ist, was ich euch zeigen wollte, sondern ich wollte euch das Thema Ernährung oder nee, ich wollte euch das Thema Ziele zeigen. Und zwar findet ihr beim Ziel ein Anfangsgewicht 65 Kilogramm 2014. Das passt sogar ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger noch. Dann haben wir aktuelles Gewicht 85,5. Das habe ich gerade eben in dem vorigen Schnitt, der leider gelöscht wurde, schon eingestellt. Und unser Zielgewicht ist 85 Kilogramm. Völlig wurscht, was mein Zielgewicht ist. Ich möchte euch einfach gerade mal zeigen, was da so geht mit dem Programm. Und zwar Wochenziel kann man einstellen, Gewicht halten. Gewicht verändern, irgendwie abnehmen, zunehmen, wie auch immer. Für euch wird dann diese Einstellung hier unten ganz angenehm. 0,5 Kilogramm zunehmen. Unser Zielgewicht machen wir einfach mal, stellen wir das Ganze mal oben auf 90 Kilo. Das ist zwar jetzt gerade nicht so, wie es eigentlich wäre, aber sagen wir mal einfach unser Ziel wäre 90 Kilogramm. Wir sind etwas aktiv und wir möchten mehr zunehmen. Nicht 0,2, wir wollen 0,5 Kilogramm pro Woche zunehmen. Und jetzt können wir unsere Ziele und Kalorien und so weiter hier noch anpassen. Und zwar 3190. Ich kann aus Erfahrung sprechen, das könnt ihr in diesem Fall noch nicht. Ich würde an eurer Stelle einfach mal diesen Wert ausprobieren. Würde ich sagen, bei mir, wenn ich zunehmen wollte, müssten wir noch mal locker, sagen wir mal, 3800 Kalorien essen. 3800 Kalorien. Und dann stellen wir noch hier unten diese Makronährstoffverteilung ein bisschen um Eiweiß, 85, ja, das passt ungefähr. Fette, nur das lassen wir so ungefähr. Da müsst ihr darauf achten bei euren Makronährstoffen. Ihr braucht genügend Eiweiß, ihr braucht genügend Fette, Kohlenhydrate kann man anpassen, okay? Das kann man so im Grunde genommen so schon mal sagen. Eiweiße würde ich grundsätzlich sagen, wenn ihr Sport macht, dann müsst ihr da zwischen 1,5 und 2 Gramm pro Körperkilogramm Gewicht sein. Wenn ihr keinen Sport macht, dann reicht dann auch irgendwie 1 Gramm Eiweiß pro Körperkilogramm Gewicht.
Beim Fett ist es so, dass man zwischen 0,8 und 1,2 Gramm sein sollte. Natürlich reden wir von gesunden Fettsäuren, nicht von irgendwelchen Fettsäuren. Und jetzt habe ich ganz kurz zwischengespeichert, damit wir jetzt hier nicht wieder irgendwelchen Abbruch haben. Kohlenhydrate kann man insofern angleichen, dass wir sagen, wir können dadurch unsere Kalorien voll machen. Ja? Aber ihr müsst euch klar machen, dass wir immer Kohlenhydrate brauchen. Euer Körper kann Kohlenhydrate oder die Energie, die ihr da quasi hat, auch aus anderen Makronährstoffen sich zusammensammeln und zusammenbauen. Aber am effizientesten ist es natürlich, wenn wir einfach ein paar Kohlenhydrate zuführen. Wir müssen ja nicht die ungesündesten zuführen, okay? So, jetzt gehen wir mal kurz zurück. Ziele zurück und da unten finden wir unser Tagebuch. Da waren gerade eben schon ein paar Sachen drin, die muss ich wieder löschen und nochmal neu mit euch eingeben. Wir fangen einfach mal an mit dem Frühstück. Und die Sachen, die ihr jetzt hier seht, ich habe aufs Frühstück drauf gedrückt, die Sachen, die ihr jetzt hier seht, das sind angeblich kürzlich verwendete Sachen. Keine Ahnung, wie die zusammenstehen, weil ich glaube nicht, dass ich Hähnchenbrust und Obstriegel zusammen verwendet habe, aber irgendwie sind das halt Sachen, die ich schon mal irgendwann verwendet habe. Wie kurz ist ja eigentlich wurscht. Dann können wir bei Mahlzeiten speichern, bei Rezepte können wir Rezepte eigentlich einspeichern. Was ich euch jetzt zeigen werde, ist, wir können Nahrungsmittel suchen. Oben drücken wir auf Suchen und da geben wir mal diesen Joghurt mit der Ecke ein von Müller. Ganz wichtig, keine Werbung. Joghurt mit der Ecke, nehmen wir einfach den hier, irgendeinen, zack, haben wir den gefunden, ja, fertig, speichern, ist das ganze Ding im Kasten. So, der zweite Weg ist folgender, nehmen wir einfach mal das Mittagessen, können wir hier oben auf diesen Scan-Button drücken. Ich glaube, dass der Scan-Button eben zweimal der Schuldige war, warum das ganze Video mir abgebrochen ist, deswegen speichere ich das Video jetzt nochmal kurz zwischen und dann scannen wir das Ganze zusammen. Jetzt ist der Scan-Button offen, ihr seht meine super tolle Hose und meine Bettdecke und das Buch, was ich euch schenke, das heißt, es ist unterhalb auch noch verlinkt und hier ist der Joghurt. Auf der Seite ist etwas zum Scannen, das scannen wir ab. Zack, das sind die Daten, nochmal die Makronährstoffverteilung und drücken um auf Speichern und das Video läuft zum Glück immer noch durch. Jetzt haben wir die Sachen schon mal da drin. Was ihr noch aus dieser App rausziehen könnt, ist folgendes. Und zwar klicken wir dafür oben auf Kalorien verbleibend, diese Zeile. Ihr seht also, was für Kalorien noch offen sind. Ihr seht euer Ziel und wie viel ihr zum Ziel noch braucht. Und das Thema Training, das heißt, wenn ihr irgendwelche Sachen mit dem Handy verbunden habt, irgendwelche Fitnessuhren und Schuhe und was es da nicht alles gibt, dann wird es dagegen gerechnet. Das heißt, wenn ihr Sport macht, braucht ihr natürlich Kalorien oder verbraucht halt Energie. Bei uns, wir rechnen jetzt in Kalorien und die werden dann da oben gegengerechnet. Wenn wir da oben nochmal draufdrücken, wird eure Makronährstoff oder eure Nährstoffverteilung vom Tag angezeigt. Eiweiße, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Zucker, Fette und darunter alles, was es noch so gibt und Mikronährstoffe und so weiter und Spurenelemente. Das, was halt so in Nahrungsmitteln zu finden ist. Ich muss euch ehrlich sagen, macht da oder gebt da nicht zu viel drauf. Nicht jeder Hersteller gibt das ja irgendwie preis und nicht jeder Hersteller, also die Makronährstoffverteilung schon, aber auch die Leute, die das in das System einpflegen, geben nicht jeden Wert ein. Das, was ihr aber sehen könnt, ist, wie viel Eiweiß ihr noch braucht, wie viel Kohlenhydrate ihr noch braucht und wie viele Fette ihr noch braucht. Zucker seht ihr jetzt durch die zwei Joghurts mit Ecke klar schon recht voll. Hälfte ist schon weg bald oder was, ein Drittel ist schon weg. Und ist halt einfach so, ich esse halt normalerweise nicht 5 Joghurts mit der Ecke am Tag. Das war schon quasi alles, was ihr bei MyFitnessPal wissen solltet. Wir gehen nochmal kurz hier raus. Ihr seht also hier nochmal eine Aufschlüsselung. Ihr könnt das auch das Wasser eintragen, ihr könnt auch die Snacks eintragen, ihr könnt Notizen da reinmachen und ihr könnt euch da Tag für Tag durcharbeiten. Jetzt machen wir das Ganze mal aus und hoffen, dass es irgendwie gespeichert hat, weil ich will es ehrlich nicht nochmal aufnehmen. Sehr gut, es hat gespeichert. Das werde ich euch gleich hier dann irgendwie reinschneiden und dann können wir uns da zusammen drüber unterhalten. Ihr habt gesehen, MyFitnessPal ist eine coole Sache, wenn es ums Thema Zunehmen geht. Es ist aber kein Muss. Das, was ihr machen müsst, ist einfach mal Schritt für Schritt ein paar Sachen umsetzen. Ihr könnt, ja, und das habe ich euch in diesem Buch auch geschrieben. Und ich weiß, dass ich momentan das Buch andauernd euch zeige. Mich wundert es halt immer noch, wenn wir 2000 Leute sind und in der Gruppe sind auch 1500 Leute ganz nebenbei. Facebook-Gruppe ist auch unterhalb markiert oder verlinkt. Dass ich immer noch 3, 4, 5, 6, 7, 8 Exemplare habe und ich denke mir so, ja gut, noch günstiger geht's nicht und die Leute, die es sich bis jetzt nicht bestellt haben, vielleicht wollen sie auch einfach nicht, dann dürft ihr aber auch einfach nicht von euch behaupten oder müsst ihr, ja, ihr dürft nicht von euch behaupten, dass ihr alles versucht habt. Versucht das Ganze mal und ihr könnt auch gerne MyFitnessPal einfach mal versuchen. Es gibt auch andere Apps, das ist nicht so, als wenn ich jetzt ein MyFitnessPal-Fanboy wäre oder sage, MyFitnessPal ist alles. Es gibt da verschiedene andere Apps auch noch zusätzlich, die ihr da benutzen könnt, um eure Kalorien zu tracken. Probiert das Ganze aus. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video geholfen habe. Wenn es da irgendwelche Fragen gibt, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Ich hoffe übrigens auch, dass ihr mir nicht böse seid, dass momentan nur 2 Videos pro Woche kommen. Aber ich schreibe halt, wie gesagt, momentan Klausuren. Und morgen schreibe ich auch 2. Und jetzt muss ich das Video noch flott schneiden, mache noch schnell ein Thumbnail, lade das hoch.
und dann lerne ich noch ein bisschen für die Klausur morgen. Jetzt wünsche ich euch ganz liebe Grüße. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat, falls ich euch helfen konnte. Und falls ihr mehr über das Thema Zunehmen erfahren wollt, schreibt einen Kommentar mit Videoideen, wenn ihr irgendwas sehen wollt, wenn ich euch irgendwie was erklären soll, wenn ich euch was erklären darf. Und ja, sichert euch das Buch, abonniert den Kanal, macht einfach alles und bis dann, macht's gut, euer Philipp.